Warum ist überhaupt eine Zahnreinigung notwendig und wie häufig empfehle ich sie dir? Das erfährst du im nächsten Video. Warum überhaupt eine Zahnreinigung notwendig ist, fragt sich häufig jeder, weil der Gang zur Zahnreinigung doch von den meisten auch viel Überwindung kostet. Aber eine Zahnreinigung ist sehr, sehr wichtig, weil es als Kariesprävention gilt und auch verhindert das, dass euer Zahnfleisch sich zurückzieht, sich entzündet. Denn was passiert im Mund? Im Mund passiert Folgendes. Nach einer Zeit bildet der Zahn eine sogenannte Haut, eine Pellikel. Und an diesem Pellikel kleben Bakterien. Und da fangen an, Bakterien sich dran zu setzen und noch mehr Bakterien sich dran zu setzen und noch mehr Bakterien sich dran zu setzen. Und irgendwann hat man die sogenannte Plaque. Plaque ist das, was man als Ablagerung auch sehen kann und vielleicht auch mit dem Fingernagel von seinem Zahn abkratzen kann. Das ist, wenn man aber auch schon länger, sage ich mal, diesen Bereich nicht geputzt hat. Und aus dieser Plaque wird dann Zahnstein, weil in dieser Plaque lagern sich dann Mineralien aus dem Speichel und dann wird dieser Belag hart und dann nennen wir ihn Zahnstein. Und wenn dieser Belag unterhalb des Zahnfleisches ist, also in der Zahnfleischtasche, dann nennen wir das Konkrement. Und wenn wir also Zahnstein haben, Konkremente, Belege, dann müsst ihr euch so vorstellen, sind das richtige Kolonien von Bakterien, die der Körper erkennt. Und dann sagt der Körper, Mensch, ich habe Bakterien, so ähnlich wie wenn in eine Wunde Bakterien kommen. Also reagiert das Zahnfleisch mit einer Entzündung. Der Körper reguliert das über eine Entzündungsreaktion, weil er gegen diese Bakterien kämpfen möchte. Und dann bekommen wir zum Beispiel Zahnfleischbluten. Oder Karies, ja, weil dann setzen sich die Kariesbakterien an den Zahn, produzieren Säure und über diese Säureeinwirkung auf den Zahnschmelz entsteht Karies. So oder so, egal ob Karies vielleicht euer Motivator ist oder ein gesundes Zahnfleisch und Zahnfleischbluten, ist es wichtig, alle 6 Monate zur Zahnreinigung zu gehen, weil dann entfernen wir diese Belege. Wir entfernen die Plaque, wir entfernen das Zahnstein, wir entfernen die Konkremente und dadurch sorgen wir für saubere Verhältnisse und dadurch stellen wir sicher, dass keine Karies entstehen kann und auch das Zahnfleisch gesund ist und sich nicht zurückzieht. Wenn schöne Zähne für dich genauso wichtig sind wie für mich und wenn dir unsere Videos gefallen haben und du immer up to date sein möchtest, wie du dein Lächeln verschönern kannst, dann abonniere unseren Kanal.